Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm, das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. So schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Wer ist da? Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Fass ja nicht die Platten an. Vor allem nicht meine Geliebten. So öffne doch einer die Tür. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Muss die Zelle von Rex sein. Ein Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall spannen. Interessant, ein versteckter Knopf. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr sein Whirlpool... Wow, gut, dass ich nicht drauf saß. Ich streng mich nicht mal an. Los, zeig mir, was du drauf hast. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Aha, noch ein versteckter Knopf. Gut, Fäuste hoch. Da ist der letzte Knopf. So. Hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Eine Jukebox in einer... Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack?
sollte echt mal anfangen. Meine Schuld. Ich sollte echt mal anfangen. Thank you.
Das wird toll. Das hätte ich nicht essen sollen. Ich muss dringend los. Thank you.
Ich sollte mehr Zeit auf dem Land verbringen. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Das ist ein Notfall. Ich hoffe, denen geht's gut.
Yeah.